Willkommen, benvenuti in meine Küche. So, heute wir vorbereiten uns, wir kochen ein bon Pesto alla Genovese. Wie viel Mal habt ihr Pesto im Supermarkt gekauft und ihr habt gesagt, das schmeckt mir nicht gut. Aber diese Pesto schmeckt echt gut. So, fangen wir an. So, ich habe die Zutaten sind Basilikum. Ihr könnt entscheiden, wie viel Basilikum ihr braucht. Noch Pinienkerne, Pinoli. Ein bisschen geschnittener Knoblauch und Parmesan. Ihr braucht noch ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer und eine kleine Prise Zucker. Ich nehme mein Basilikum. Ich habe noch diese Handmixer. So, ich mache mein Basilikum rein. So. Der ist nicht so groß, so deswegen ich muss lang. Also so, perfekt. Die Pinienkerne rein. So. Meine geschnittene Knoblauch rein. Parmesan. Ich liebe Parmesan, es schmeckt gut mit Parmesan. Aber ihr könnt auch probieren mit in der Zwischenzeit und sagen, hey, ich brauche noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen mehr Öl. Also ich mache nicht alles rein, weil ich will probieren später, wie das schmeckt. So. Und dann machen wir unser Öl rein. Ihr braucht also nicht viel Öl, aber schon genug, weil die Konsistenz hier ist sehr trocken. So, ihr müsst ein bisschen ihr braucht ein bisschen Flüssigkeit. So, Salz rein. Pfeffer. So, gut. Ein bisschen Zucker. So. So. Ich kann jetzt mixen. Ich habe eine persönliche Technik, weil jedes Mal, ich bin immer schmutzig gewesen. Deswegen habe ich gedacht, was soll ich machen? Ich nehme Servietten, italienische Servietten jetzt, und ich kusche meinen Mixer. So. Ich liebe Kuschen. Unsere Pesto ist fertig. Also ich habe noch ein bisschen etwas Salz und Pfeffer auch reingemacht und auch noch ein bisschen Öl. So, jetzt soll gut schmecken. So, das ist unsere Pesto. Wir machen hier eine Schüssel rein. So, ihr könnt die Konsistenz schauen. Das ist wie eine grüne Creme. Ich weiß, was ihr sagt momentan. Kann nicht sein, dass es so einfach ist, aber schon. Ihr braucht nicht mehr im Supermarkt fertig Pesto zu kaufen. Ihr müsst selber machen. Es dauert wirklich 2 Minuten. So, am besten könnt ihr essen mit Spaghetti al dente oder auch mit ein bisschen getoastet Brot. Schmeckt gut. Moment, ich probiere auch. Gut.